Kaum geht die Aufnahme los, will die Katze raus. Hallo Freunde und willkommen zurück zu Minecraft, genau. Disneyland und so. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört, also ungefähr hier so. Also eigentlich hier. Ja. Lori. Wird er schon langsam zum Insider hier. Kaum geht die Aufnahme los, will die Katze raus. So, wir haben ja auf jeden Fall aufgehört. So, ich weiß gar nicht, wie wir weitermachen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Dach. Und dieses komische Konstrukt hier. Und ich glaube, mit diesem Konstrukt hier fangen wir an. Genau, so. Und in der Zeit kann ich ja ein bisschen reden, weil ich habe ja so ein bisschen, nee, das ist vielleicht ein bisschen zu, vielleicht eher hier so. Hier so. Ja. Von hier bis hier. Weil ich habe jetzt in den, ja, in ein paar Parts habe ich ein bisschen was zu erzählen. Beziehungsweise zu reden. Ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich spreche hier eigentlich das Falsche an, aber hier kann man am ruhigsten reden. Weil ich glaube, Disneyland gucken bei mir mehr amerikanische Zuschauer als deutsche. Dadurch tue ich wahrscheinlich die Falschen ein bisschen ansprechen, aber weil die mich wahrscheinlich so gut verstehen, aber nun gut. Es geht darum, um meinen Kanal halt. Und da habe ich zwei verschiedene Themen. Wir sprechen jetzt in diesem Part ein Thema an und im anderen sprechen wir das andere Thema an. Es geht nämlich um... Das geht tatsächlich nochmal nach dahin. Nee, geht's nicht. Nee, geht's nicht. Ist schon, ist richtig so. Ich weiß nicht, wie ich hier auch die Rundung reinkriegen soll. Wie soll ich da eine Rundung reinkriegen? Die Rundung wartet. Ich erzähle es gleich. Ja, ungefähr so würde ich sie schon groß machen. So. Eigentlich würde ich die ganz gerne. Also hier ist schon richtig. Ah, dann machen wir hier den noch dran, dass das symmetrisch ist, also dass das mittig ist dann. Ja. So, also ich bastle jetzt hier in der Zwischenzeit rum. Und ihr müsst mir zuhören. Mal ganz kurz zumindest. Ansonsten könnt ihr wieder machen, was ihr wollt. Aber jetzt wäre schön, wenn ihr mir mal ganz kurz zuhört. Weil es geht jetzt darum, auch wenn ich sowieso keine Kommentare so wirklich auf meine Beiträge kriege, geht es darum, dass... Ich habe zwei Projekte am Laufen derzeit. Ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger allen bewusst. Zumindest den meisten, die sich ein bisschen zumindest an meinen Kanal umgeguckt haben, denen sollte es bewusst sein. Und da geht es darum, dass ich ganz gerne ein bisschen mehr Projekte haben will. Das ist ja irgendwie auch logisch, weil ich habe derzeit nicht viele Projekte am Laufen. Unter einem nur Hearthstone. Das kommt aber auch nur jeden zweiten bis jeden dritten Tag ungefähr. Dadurch zählt das nicht als richtiges Projekt, meiner Meinung nach. Sondern ist mehr so, ja, ist es halt da. So kann man das ungefähr sagen. Und ja, ich würde ganz gerne ein drittes Projekt. Normalerweise war bei mir ja immer so gedacht, Minecraft. Sprich, Disneyland, das ist ein Projekt, was kein Ende finden wird, so wirklich. Und dadurch ist es ein Projekt, was ins Endlose geht. Genauso wie Hearthstone, das ist ebenfalls ein Projekt, was kein Ende findet. Sprich, ich habe zwei Projekte am Laufen, die es an sich kein Ende gibt. Sprich, diese Projekte sollten rein theoretisch gesehen, ja, sollten die, ja, die können... Oh, da... Hallo, Antivira. Was möchtest du denn? Geh mal weg. Die sind da, aber haben halt kein Ende. Und somit sind sie... Naja, keine wirklichen Projekte, sagen wir mal. Also es sind Projekte, klar. Es ist logisch, dass es Projekte sind. Es ist auch logisch, dass es Projekte sein werden. Ne? Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. Es sind halt Projekte, die kein Ende haben. Und dadurch immer und immer weiterlaufen, also beziehungsweise dass hier das Projekt hier, es wird irgendwann ein Ende haben, aber bis es dazu kommt, ich meine, das wird Ewigkeiten dauern, ja.
Und ja, auf jeden Fall will ich auf jeden Fall andere Projekte vorgesehen. Auf meinem Kanal war ja eigentlich immer Hearthstone. Also jetzt ab dem 100. Part ist es ja nur noch jeden zweiten Tag. Dann würde Minecraft, was täglich kommt inzwischen. Oder ich versuche es zumindest täglich zu bringen, sagen wir es mal lieber so. So gut es geht halt. Und sofern es die Zeit halt gerade zulässt. Bis jetzt sieht es aber ganz gut aus. Also sollte das da keine Probleme geben. So, und dann war eigentlich immer abgemacht, dass es ein Projekt gibt, was komplett von den Sachen sich entscheidet, unterscheidet. Sprich, es wäre dann sowas wie Child of Light. Ja. Child of Light kam ja mal eine Zeit lang auf meinem Server. Es ist ja auf meinem Server, auf meinem Kanal. Das ist ja jetzt auch schon durchgespielt, also abgeschlossen. Und sowas in der Art sollte es eigentlich geben. Das Problem ist, es gibt derzeit keine Spiele, die mich interessieren. Nicht mal ansatzweise. Gibt es Spiele, die für mich gut sind. Und das hat auch in meiner Ansicht mehrere Gründe, worauf ich jetzt aber nicht drauf eingehen will, weil dann kommen die ganzen Flamer aus ihren Löchern gekrochen. Darauf habe ich nämlich keine Bucke. Auf jeden Fall sollte ein Projekt halt immer sich von den anderen unterscheiden. Und das Einzige, was ich wüsste, wäre The Walking Dead. Aber ich gehe davon aus, dass es niemand gucken wird, weil es die Hälfte der ganzen Let's Player Let's Played und dadurch, naja, ne, es würde halt nicht wirklich auffallen, dass jemand dieses Spiel spielt und vor allem jemand, der nicht so viele Abonnenten hat wie andere. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, worauf ich ganz gerne in den anderen Partnern zu sprechen komme, weil sich das halt ziemlich lang ziehen wird, weil ja, da möchte ich auch mal meinen Senf abgeben. Auch wenn es wahrscheinlich keinen interessiert, aber da will ich auf jeden Fall meinen Senf mal zugeben. Es geht jetzt um die Spiele. Das Einzige, was ich noch zur Auswahl hätte, wäre The Binding of Isaac. Da bin ich gerade dabei, also ich bin jetzt so gut wie fertig, das halt auf 100%ig durchgespielt zu haben. Und das hat circa einen Monat gedauert, daher ist es eigentlich easy peasy. Ist nicht gerade schwer, das Spiel, muss ich sagen. Und naja, das wäre halt noch eine Möglichkeit, worauf ich auch richtig Lust hätte. Geht das denn so? Also es sieht ziemlich eng aneinander gebaut aus, aber an sich passt es eigentlich. So, wie kriege ich denn hier die Rundung rein? Das ist jetzt das nächste Problem. Ne, auf jeden Fall. Ja, so Binding of Isaac wäre auch die Möglichkeit. Ja gut, Minispiele kommen ja auch immer zwischendurch. Sprich Hunger Games von Minecraft, die kommen immer so zwischendurch. Auch wenn sie auch nicht wirklich so gefeiert werden, wie eigentlich gar keiner von meinen Projekten. Aber das ist eigentlich, ich sag mal so, das ist jetzt, naja, das ist kein Nix, worüber ich jetzt in diesem Part sprechen will. Das kommt alles in einem anderen, weil das halt ein Thema ist, worüber ich ganz gerne reden möchte. Und das kommt halt in einem anderen Thema. Aber nun gut, dann lassen wir das Thema jetzt erstmal beiseite. Auf jeden Fall mache ich erstmal Tag. Es geht halt darum, dass ich diesen Klotz hier nicht dran kriege, was mich gerade ein bisschen abpackt. Hallo, geht da dran, Mann? Wie kriege ich den denn da jetzt dran? So? Ja, ne? So sollte es gehen. Ja. Ja, und genau, Spiele. Da waren wir stehen geblieben. Spiele. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Das ist halt ein Problem. Deswegen auch bei mir derzeit eigentlich hauptsächlich nur Minecraft kommt. Obwohl ich es gar nicht möchte. Weil, ja gut, Minecraft ist ein tolles Spiel und so. Aber es ist inzwischen auch schon eigentlich sehr überfüllt. Oh gut, dann muss ich das so machen. Ja, dann kann ich das hier auch weglassen. Und ja doch, also ja, ich sag mal so, Minecraft soll schon ein Hauptprojekt auf meinem Kanal sein. Es soll halt im Vordergrund gerückt sein, Minecraft. Was es ja auch derzeit ist, weil Hearthstone ja wie gesagt nicht mehr relativ häufig kommt. Und ich merke gerade, ja, ich bin gerade kurz was am gucken. Geht das? Ja, das geht. Das ist schon mal suppi doll. Aber doch, das passt eigentlich so, wie ich es baue gerade. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Was ich mich jetzt nur frage, ist, wie kann ich denn
Wie könnte ich denn, wenn ich den wegmache, wie kann ich dann den Carpenter ersetzen? So? So auch. Oh ja, dann mache ich das doch lieber so. Nee, und auf jeden Fall Spiele, genau. Ist schwer für mich gerade, weil es für mich einfach kein Spiel gibt, was mich interessiert. Und ich weiß auch nicht, was der Community interessiert. Also, ich kriege ja nicht so viel von euch zu hören. Für diejenigen, die hier meinen Let's Plays schauen, was nicht so viele sind. Aber wie gesagt, das ist immer noch ein anderes Thema. Darüber möchte ich jetzt hier in diesem Part nicht reden. Ja, Binding of Isaac wäre halt noch eine Variante, was ich spielen könnte. Auch wenn, wie gesagt, auch wenn ich hier drauf wahrscheinlich keinerlei Antworten kriege, sage ich es trotzdem mal. Vielleicht meldet sich ja doch ein jemand, was ich auch sehr bezweifle. Und ja, das wäre halt eine Variante. Also Binding of Isaac. Dann wäre halt noch die andere Variante, wäre dann halt hier sowas wie Walking Dead, aber da bezweifle ich sehr, dass das noch jemand sehen will, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es inzwischen ziemlich ausgelutscht ist und daher bezweifle ich, dass das noch Leute sehen wollen, aber es wäre halt eine Variante, ne? Es wäre halt eine, sollte ich das so lassen oder sollte ich das so lassen? Also so, glaube ich, lasse das erstmal so. Ja, das wäre halt eine Variante und ansonsten gäbe ich nix. Nicht viel zumindest, was mir jetzt so einfällt, was gut ist. Die Spiele, die halt auf den Markt kommen, die sind eigentlich alle derzeit nicht so mein Ding, sag ich mal. Es gibt zwar ein paar schön... Schweben die da? Nee, okay. Das Dach muss eigentlich einfach nur Platz zugemacht werden. Da ist nichts Großes dran. Ja, also Spiele. Wenn ihr Ideen habt, dann sagt mir das mal bitte, was ihr sehen wollt. Dann mache ich mich mal schlau, ob es gut ist oder ob es mir nicht interessiert, ob es doof ist oder so. Keine Ahnung. Das zerstört mich jetzt aber. Guck ich gleich. Hab eine Idee, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und ja, Spiele wären halt echt toll zu wissen, muss man sagen. Aber wie gesagt, ich krieg da halt höchstwahrscheinlich eh keine Antwort drauf, aber Walking Dead wäre halt so eine Variante. Also mit Hearthstone so habe ich eigentlich nicht mehr so viel zu tun, muss ich sagen. Also klar, ich spiele es noch, aber halt mehr nur noch für YouTube, bis halt Max Ramos rauskommt. Das interessiert natürlich den Hearthstone-Leuten wahnsinnig, das weiß ich. Und naja, aber ist ja auch egal. Ist ja außer ja auch mehr ein bisschen als Infovideo gerade dienen. Aber naja. Und Minecraft, ja, da gibt's viel zu machen. Also gäbe es vieles, was mir auch Spaß machen würde, wie halt diese Hunger Games und so. Was ich auch ja schon teilweise angefangen habe mit ein bisschen Rage Mode, was aber auch nicht so dolle geguckt wird, wie eigentlich nix. Aber das habe ich ja eben schon erwähnt, das erwähne ich ja im nächsten Part. Weil ich ganz gerne dieses Thema jetzt erstmal beenden will. Thema halt Spiele und so. Und ja, so ist das halt, so ist das. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, was spielmäßig angeht. Ja, ich, wie gesagt halt, also es wäre halt schön zu wissen, ein Spiel, was ihr sehen würdet, oder ob Binding of Isaac zumindest okay ist für euch. Für die, die es jetzt hier interessiert, beziehungsweise für die, die sich das hier jetzt hier mit mir antun und mir das mit mir hier angucken. Das, also das Video von mir hier angucken, so meine Fresse. Komm auf den Punkt, Mann. Das wäre halt auf jeden Fall super toll zu wissen, weißt du. Ja. Ja. Ansonsten, also es ist ein bisschen was geplant. Auch Minecraft basiert jetzt vor allem. Da ist am meisten geplant. Aber ja, das dauert auch noch ein bisschen, sag ich mal. Also das wird noch ein bisschen was dauern, bis das dann in dem Progress kommt. Ja, aber ganz ideelos bin ich auch nicht. Also ein bisschen Idee. Ach, wieso schweben die denn hier? Das ist doch voll Bullshit. Das wäre jetzt so cool, wenn ich die einfach hier so dran pappen könnte. Dann hätte ich hier ein bisschen Farbunterschied. Aber nein, Spiel sagt, leck mich am Arsch. So, hier wäre ein Schild in der Mitte. Also hier so. Warte, kriege ich das da noch rein?
Ich krieg das vielleicht da rein, wenn das nicht sowas ist, sondern sowas ist. Nein, nicht sowas, sondern sowas hier. Nein, auch nicht. Oh Mann, du. Warum nicht? Stell dich doch mal nicht so an hier. Geht das da? Ne. Ach ja. Nee. Ich lasse das so. Wenn schon. Kann ich hier oben noch irgendwie so ein bisschen was machen? Ja, hier. Ja, das würde schwebe. Das geht doch mal weg. Kann man die irgendwie ausstellen, die Scheißviecher? Stirb. Stirb, du Arsch. Komm her. Komm her, du. Ha. Also besiedelt mit den Dingern. Ach, das hier kann ich eigentlich auch kurz machen. Habe ich die? Habe ich nicht. Ja, aber ich will schon die hier. Das sieht bestimmt total schnorke aus. So als kleiner Kasten so. Oh, so wunderschön so. Ja. Das wäre halt so spielemäßig so, was man machen könnte. Beziehungsweise, was mir halt so noch in den Kopf geschwebt ist und was man halt noch so machen könnte. Hat ich das da nicht gemacht? Bin ich verwirrt oder was? Bin ich verwirrt? Ich hab gedacht, ich hab die mitgemacht. Naja, egal. Was soll's. Ja, aber mich würde auch mal interessieren, woran das liegt. Also, es gibt's ja verschiedene Arten von YouTuber. Und eine davon sind halt diese aufgedrehten und diese Möchtegern-Komiker. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Und es gibt halt Leute, die relativ normal sind. Es gibt aber auch Leute, die wirklich lustig sind. Also nicht nur so tun, als ob sie es können. Und ja, derzeit ist es ja eher mehr von diesen Möchtegern-Komiker bestückt, YouTube. Also, na, was heißt möchte gern Komiker? Es sind halt so Leute, die, naja, wie soll ich sagen? Ist unterschiedlicher Humor halt, muss man sagen. Also, wenn ich mir die angucke, dann mache ich eher, anstatt zu lachen. Aber, naja. Wie gesagt, ich möchte da jetzt auch keine großen Namen nennen oder so, aber solche Leute gibt's halt. Für mich. Und ich bin eher so der ruhigere. Aber, naja, jedem das Deine. Ich versuche gerade. Nee, das werde ich nicht hinkriegen. Ich habe ein Bild gesehen. Auf irgendeiner Seite. Fragt mich nicht, wie die hieß. Da hatte der das richtig geil gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit dem Modeler geht. Also mit diesem Model-Ding da, was man da irgendwie. Dass das Spiel dann selber das Ding erstellt oder ob das halt Texturen sind, die er selber umgearbeitet hat, worauf ich mal schätzen werde oder mal schätze, was ich ja nicht vorhatte. Also sowas möchte ich ja nicht haben, solche vorgefertigten Dinger da, weil ich möchte das ganz gerne selber bauen. Dafür brauche ich nicht so vorgefertigte Dinger. Das sieht, glaube ich, besser aus, oder? Testen wir es mal. Aber ich denke, ja, auch wenn das nicht dem ganz entspricht, aber ich glaube, das sieht ein bisschen schöner aus, wenn das so ist. Ein bisschen schöner abgerundet so. Ja, das gefällt mir persönlich besser, daher lassen wir das. So, da kriege ich aber leider nichts rein, aber ich kriege da doch, wo ist denn der? Ja, den da. Den hier rein, oder? Ja, wie sieht das aus? Wie sieht das denn aus, so? Sag mal. Ist ja schon wieder dunkel. Ist ja schon wieder Nacht. So. Komm hier. Alrighty. So, sollte ich das da lassen? Ja, rein theoretisch muss es halt da bleiben. Hier diese Lücke. Eigentlich müsste sogar die Lücke weg, aber ich lasse das einfach mal so. Sieht nicht aus. So, was wir jetzt noch machen könnten, wäre ein Cut. Somit habe ich das Thema eigentlich soweit angesprochen. Und es wäre mal schön, wenn da jemand drauf antworten würde, was ich aber nicht glaube. Aber naja. Also Spiele, wie gesagt, ich bin ein bisschen planlos, was Spiele angeht. Und wäre halt schön, wenn ihr da mir was sagen könntet, was ich aber nicht glaube, dass es jemand tut. Ansonsten muss ich mir was überlegen. Genauso wie Thumbnails-mäßig bin ich auch noch relativ unzufrieden. Und daran wird auch derzeit noch gearbeitet. Nochmal so am Ende was dazu gesagt. Und ja. Naja, ich würde dann sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, haut rein. Tschüss.